Und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Es geht weiter mit unserer Franchise-Karriere, mit den Detroit Red Wings. Es werden harte Wochen, weil es ist nicht mehr so viel zu gehen. Nur noch 22 Spiele und es geht einfach in die entscheidende Phase. Ja, die Topscore. Einmal Alex DePinkett, dahinter Lucas Raymond mit Dylan Larkin, dahinter McIntosh, Seider, JJ Pataka, Max, Sally Bobier und Moser. Ja, heute spielen wir gegen die Ducks, Washington, Capitals, Hurricanes, Flyers und Colorado. Ja, werden auf jeden Fall richtig harte Partien, aber wenn wir die Playoffs erreichen wollen, ganz klar, müssen wir das schaffen. 22. Platz sind wir, sind nach vorne gesteppt, aber wir dürfen einfach wenig verlieren, das ist wichtig und das zählt jetzt auch gegen die Ducks. Auf geht's. Und das tun wir auch, wir gewinnen die Partie mit 5-2. Ja, mehr Schüsse haben das Ding auch einfach verdient. Ganz, ganz starke Partie natürlich hier von uns. Und jetzt geht's rein gegen Washington. Wir werden keine Trades mehr machen. Ich möchte jetzt nicht mehr viel ändern, weil jetzt haben wir uns vielleicht mal ein Stück eingespielt. Da will ich jetzt nicht irgendwie, dass wir nicht irgendwie jetzt rummehren und dann funktionieren die ganzen Sachen doch nicht mehr so. Ja, ich bin gespannt. Ja, hier, das interessiert mich eher weniger, was da ist. Und rein geht's gegen die Washington Capitals, die auch nicht so gut in Fahrt sind. Wir sind dann schon besser in Fahrt und wollen das natürlich umnützen. In zwei Punkten, Lukas Reichel macht das 1-0. Ganz, ganz stark, aber Ovechkin. Ja, stark, 1-1. Aber Lucas Raymond direkt im Powerplay zurückgeschlagen. Sau, sau stark. Ja, wichtig ist, dass wir gleich die Antwort geben. Und jetzt vielleicht nochmal. Ah, schade. Aber dann treffen sie halt zum 2-2. Wenn du das Powerplay nicht nutzt, dann rächt sich das leider. 2-2, zweites Drittel ist begonnen. Ja, ausgeglichenes Spiel. Aber die Washington Capitals, die führen. Ja, machen vielleicht ein Stück mehr, macht gerade noch den Unterschied. Auch an den Schüssen sieht man, dass sie jetzt gerade ein Stück mehr Überhand haben. Deswegen ist wichtig jetzt im letzten Drittel, ja, Dumba, saustark, 3-3. Wichtiger Treffer von Dumba, aber sie schlagen wieder zurück, Mark Meier. Ja, das macht gerade den Unterschied. Sie haben die paar Schüsse mehr und dann geht halt da einer rein. Vielleicht kriegt man nochmal irgendwie eine Druckphase hin. Aber an den Schüssen sieht es nicht so aus. Aber Casper 4-4, sau stark. Und wie gewinnt die Partie? Zellweger, unser Youngster, trifft auch hier. Somit gleich mal zwei Siege zum Anfang. Eine enge Partie, wo ich schon fast das Glauben ein Stück weit aufgegeben habe. Hol mir, sau stark. Jetzt gegen die Carolina Hurricanes auf jeden Fall kein leichter Gegner. Wird wahrscheinlich da auch so rumsteppen, denke ich mal, wie wir so in ihrer Liga. Kann ich mir gut vorstellen. Wird auf jeden Fall schwer. Aber wir werden wir natürlich die Playoffs erreichen, weil, wie ich es gesagt habe, wären solche Spiele extrem wichtig. Die 50-50 Games werden jetzt umso wichtiger, dass wir die irgendwie vielleicht für uns holen können. Dass wir einfach ein Stück weit, ja, dadurch mehr Punkte holen. Ganz, ganz klar. Auch am Anfang der Saison hat man viele 50-50 Spiele verloren. Natürlich hat man auch viele gewonnen, aber wenn man halt die Mehrheit der 50-50 Spiele gewinnt, ja, dann sieht es halt umso besser aus. Jetzt Günzel, Burns, Hasso irgendwie weg damit und jetzt Dylan Larkin, Konter, Dylan Larkin. Larkin macht das sehr gut, da ist Alex DePinkett, das Raymond, Andersen, aber mit dem Save. Ja, sind wir eigentlich gleich gut ins Slot gekommen, haben gut uns in den Spot gespielt, aber leider nicht drin. Schade, schade, schade. McIntosh jetzt gegen Aho. Macht da gut, Rasmussen setzt nach, kriegt den nicht und Aho macht das auch sehr gut. Aber sind wir da mit Moser? Nein, verschätzen uns da. Hasso, Wahnsinn, safe. Ist da richtig stark und schnell da. Und jetzt JJ Peterka, da ist Rasmussen. Und leider scheitert er an Andersen. Schade, gute Chance von der zweiten Reihe. War sehr, sehr gut gespielt. Jetzt Burns.
Ja, macht er richtig stark. Aber wir sind da. Das gefällt mir. Moser macht es gut. Da ist Bolivar. Vielleicht jetzt mal. Ja, gute Chance. Jetzt Coop wird da ein bisschen stolpern gebracht. Und Wallmann ist dann nicht da. Achtung. Dumba. Dumba. Da spielt er richtig stark auf Kasper. Wechselfehler. Würde ich schon fast sagen, der Hurricanes. Und jetzt Bolivar. Da ist Kasper, da ist Dumba! Andersen hat den Schoner gerade so dran. Starker, starker Save von ihm hier, muss man ehrlich sagen. Und weiter geht's. Im Takt. Wir sind besser in der Partie und müssen das halt nur mal in einem Tor umnützen. Das wäre nicht ganz unverdient. Wir hatten jetzt schon ein, zwei Riesenchancen, die... Oder, ja, was heißt riesig, aber auf jeden Fall gute Chancen, einen Treffer zu erzielen. Kasper, Kasper, immer noch Kasper. Jetzt Coop, da ist Coop, macht das auch hier saustark. Schade, schade, schade. Und jetzt ist Stahl. Stahl macht das gut, Wallmann ist aber da. Und jetzt ist es Lukas Reiche. Lukas Reiche, ja, hatte keine Anstation, aber jetzt Veleno, schade. Veleno. Ja, machen wir gut. Abgefälschtes Ding, der wird richtig gefährlich, weil der so bounced und Andersen ist gerade so noch da. Vielleicht kriegen wir die Wiederholung? Nee, schade. Aber das war gut gemacht. Stock reinhalten, das wird halt wichtig hier. Vor allen Dingen für die vierte Reihe wäre es gut immer, wenn sie ein paar Scorer sammeln. Haben wir jetzt auch im letzten Spiel. Lukas Reiche hat getroffen. Und Fischer hat ja auch immer ab und zu mal den ein oder anderen Score gemacht. Brown, wichtig von Zellweger. Zellweger, da ist Reiche mit. Aber die anderen. Ja, das war gut gedacht. Aber der Gegenkonter, Günze, Achtung. Er hat der Move vielleicht ein Stück zu weit raus. Da ein bisschen den eigenen Spot weggenommen. Fast müsste es sein. Kommt gut hin, weil Dylan Larkin nicht ganz energisch genug rangeht. Aber letzte Minute ist auch hier schon angebrochen. Ja, bisher würde ich sagen, wir haben ein Stück weit die Überhand. Nicht überkrass, aber schon auf jeden Fall. Die Pinkett, Larkin, ja, mach mal nicht gut. Da kommt es halt auch zum Abschluss. Jetzt vielleicht die Pinkett nochmal schnell mit Tempo. Die Pinkett. Ja, schade. Somit geht das erste Drittel vorbei. 0-0 steht zwischen den Hurricanes und den Detroit Red Wings. Und jetzt ist es der Aufbau über Wallmann. Viel ist nicht zustande gekommen bei beiden Teams. Die hatten mal eine Annäherung, aber die war auch sehr schnell geklärt von uns. Jetzt Dumba, das JJ. Schade. Stark gemacht, aber Dumba auch hier. Schade, kann sich nicht ganz durchsetzen. Kommt JJ ran irgendwie. Schade. Und jetzt... Weil man ja, geht da ran, aber es setzt sich da irgendwie trotzdem durch. Rasmussen ist da, nimmt den harten Check. Setzen hier ganz schön harte Checks, aber alles fair. Den erlaufen wir uns. Zu 100%. Rasmussen. Ah, schade. Kommt nicht vorbei. Stahl. Oh, macht er gut. Ja, wichtig. Hasso, Zellweger. Zellweger, da ist Edwinson. Ah, wieder ist so ein Pass, der nicht ankommt. Zwar laufen wir da aus, aber das nimmt halt trotzdem die erste Chance weg. Und die zweite ist somit jetzt auch weg. Und jetzt haben die Hurricanes da richtig viel Platz. Spielen sich da richtig gut auf. Und Hasso, saustarker Fang an Safe. Ah, das war richtig gefährlich. Zellweger, Coop. Da ist Kasper. Kasper. Ja, schade, Boyd. Boyd. Oh mein Gott, das wird schwer, Smith. Zellweger. Fischer. Veleno. Veleno. Schade. Brown. Boyd. Boah, macht er richtig stark. Hasso ist da, Seider. Und somit geht das dritte vorbei. Es steht weiterhin 0-0. Sehr, sehr komisches Spiel. Jetzt auch hier weniger Schüsse sind da gewesen.
Ja, deswegen sind wir mal gespannt, wie es jetzt im letzten Drittel wird. Ich denke, kann mir gut vorstellen, wer das Tor macht, gewinnt die Partie vielleicht. Ob wir jetzt näher dran sind, ist die Frage. Also es ist schwer einzuschätzen, muss ich sagen, weil wir kommen zwar vielleicht ein Stück näher zum Tor, aber haben nicht viel mehr die Riesenchancen, würde ich sagen. Ja, deswegen ist es schwierig. Es ist wichtig, dass wir jetzt uns eine gute Chance rausspielen, ganz, ganz klar. Und die halt dann auch machen, ganz klar. Die Pinkheit mit Tempo, vielleicht Dylan Lucky, der überläuft beide Dylan. Ja, saustark von Dylan Lucky in unseren Center. 18. Saisontreffer. Und dann setzen wir uns halt einmal durch mit unserer Schnelligkeit, die halt so, so ein Key ist für uns. Der Pass von Liquid Cat saustark auf Dylan. Und dann ist es einfach auch super gemacht von Dylan, der dann auf die Rückhand legt und den ansatzlos reinhaut. Und dann Aho Seider! Hasso! Mein Gott, was war das denn jetzt? Ja, Hasso! Irgendwie dran. Saustark. Und jetzt Seider, Waymond, Dipping Cat, Alex Dipping Cat. Ja, macht das gut. Pass kommt bei Seider nicht an. Ist ein Stück zu langsam da. Und jetzt Shevchenko. Dipping Cat, da ist Rasmussen. Der hat die nächste Chance. Rasmussen! Was ein Tor von Michael, müsste er heißen mit Vorname? Ja, Michael Rasmussen. Was ein Schuss. Was ein Schuss, was ein Treffer. Und schnell geht's. 2-0. 13 Minuten sind jetzt hier gespielt. 7 Minuten, 2 Tore erzielt. Ist schon ein Stück weit ein Doppelschlag von uns. Aber ja, haben wir einfach mal unsere Chancen gemacht. Und wir hätten auch rüberlegen können. Aber das war halt auch super. Das waren 3 auf 1. Also auch da extrem, extrem schwer. Aber manchmal vertendet man das auch. Jetzt Rasmus, nächste dicke Chance. Andersen ist da. Wir sind auch dort da. Ah, schade. Salvin. Er macht da gut bei uns. Wichtig. Und jetzt JJ Peterka. Schade. Aber McIntosh übernimmt. McIntosh. Da ist Wallmann außen. Ich weiß nicht, Außennetz oder Außenpfosten. Eins von beiden. Und Achtung. Dumba. Wichtig. Burns nimmt den Schuss. Aber wir machen das gut. Dumba über die Bande zu Wallmann. Da ist Bolvier. Saustark. Bolvier. Da ist Kasper mit. Schade. Dumba. Coop. Coop. Come on. Schade. Achtung. Macht er gut, weil man unterstützt. Und das war der Fehler ein Stück weit, weil wir den da nicht unter Kontrolle bekommen. Wir sind aber wieder da. Zellweger. Jetzt auf Kasper. Come on, Kasper! Andersen hat aber diesmal die Fanghand drauf. Wir gehen nicht in die erste Reihe. Ist noch ein bisschen zu viel Zeit einfach. Ne? Ganz, ganz klar. Finn. Für den Aspekt, dass wir die einfach versuchen, bei 1,30 aufs Eis zu holen. Und einfach versuchen, jetzt vorne irgendwie zu halten, den Puck, dass sie nicht hier den Abschlusstreffer noch erzielen, aber abseits wichtig. Oh mein Gott, das war eine richtig starke Konterchance. Ein paar Schritte zurück, dann wäre es trotzdem noch so gefährlich geworden. Es wäre 2-1 sicherlich geworden. Leno, schade. Ja, ist aber da. Saustark von Velen. Auch hier setzt er saustark nach. Auch hier ist er an der Bande da, aber fehlt vielleicht ein Stück weit die Unterstützung. Fischer, harter Check und sehr wichtig. Fischer, geh, 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 geh. Fischer, Fischer. Fischer! Fischer, da ist Veleno. Schade. Jetzt geht's in die erste Reihe. Genau das ist, was ich erzeugen will. Wir haben den Puck. Riskanter Pass. Klappt aber. DPK kriege ich einen Check. Aber steht wieder richtig. Jetzt nehmen sie auch den Keeper. Vielleicht einfach den Puck erstmal ein Stück weit raus. Larkin. Na, ah, nein, wir treffen nicht. Icing somit. Ah, schade. Wenn der rein wäre, wäre es halt die Entscheidung. Noch 2-0. Bulli vorne bei uns. Jetzt natürlich stehen alle Fans auf.
und unterstützen uns da nochmal. Mosa. Ja, Hasso, wichtig. Und jetzt schnell machen. Larkin, mach es. Na, Burns ist da. Ich wollte in die Mitte legen. Johnson, mach das gut. Also wir machen das gut, wir verteidigen das gut. Mosa auch hier. Ah, schade, Burns ist wieder da. Und jetzt Johnson. Ja, mach mal gut. Nicht perfekt. Das ist aber perfekt. Immer wieder dazwischen. Der wäre sogar wär rein wahrscheinlich. Wir haben gewonnen. Dritter Sieg in Folge. Sau, sau stark. Jetzt geht's rein gegen die Flyers. Und leider ist es knapp gescheitert am Comeback. Sie gewinnen 4-3, haben halt 3-0 geführt. Ah, das war schade. Oder ist schade einfach, dass wir uns da nicht durchsetzen können. 6 Punkte Richtung den Lightnings. Haben jetzt zwar 2 Spiele weniger, aber es ist halt wichtig, dass wir wenn wir gegen die spielen, dass wir das gewinnen. Es wird extrem, extrem schwer. Ganz, ganz klar. Dadurch, dass wir halt den Anfang so vermiest haben, ist das ein riesen Rückstand, den wir da hatten. Auch jetzt schon richtig gut aufgeholt hatten, aber es ist halt immer noch ein Stück weit weiter Weg und ich kann mir gut vorstellen, dass es, richtig, Dylan Larkin 1-0, dass es bis zum letzten Spieltag geht, dass wir da hier ja, darum kämpfen, in die Playoffs zu kommen. Es wird hart, ganz, ganz klar. Aber es ist nicht unmöglich, weil wir jetzt hier gerade führen gegen Colorado, die eine richtig, richtig starke Mannschaft sind. Das ist nämlich gut, gegen die starken Mannschaften da irgendwas rauszukitzeln. Ich sage nicht, dass wir, wichtig, dass wir hier eine Mannschaft sind, die immer den ersten Platz belegen sollten. Aber der Saisonstart war schon nicht alles. Wir sollen da ganz klar darüber reden. 3-1 McKinnon jetzt vielleicht nicht das Comeback der Colorado. Ja, das ist wichtig. Wir gewinnen zu 100%. Wichtiger Sieg. 4 Siege, 1 Niederlage. Kann ich vollkommen damit leben. Sehr, sehr wichtig. Und kommen somit dran, weil die anderen kein Spiel hatten. Sehr, sehr gut. Nächste Folge geht's gegen Arizona, St. Louis Blues, Montreal Blue Jackets und nochmal das Gleiche. Like und Abo da gerne da lassen und gerne zum nächsten Video einschalten. Ciao.